Hallo, meine solchen heilenden Moorläufer und herzlich willkommen zurück zur weiteren lauschig-fleischigen Ründchen hier bei dem Tatortreiniger, Wardtails. Ich habe immer noch die Kommentare im Kopf, die ich mir da durchgelesen habe. Und ja, genau, also als allererstes machen wir heute mal wieder hier natürlich unseren Handelsposten wieder aufbauen. Nein, meine Jugend habe ich durch die Spuren der Geistermeute die ganze Welt bereist. Eine bessere Verwalter werdet ihr ganz unsere nicht finden. Ihr müsst nichts weiter als ein Grundstück kaufen und Handwerker anheuern. Dann steht euch in Garusa am Handeldrehen ein Handelsposten zur Verfügung. Kostet nur 1500. Ja, bezahlen wir natürlich auch, weil wir sind ja nicht so. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Dieser Handelsposten wird in 0, nichts funktionsfähig sein. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder hier einen Handelsposten. Ist für uns jetzt, ja. Semi, wir haben genug Platz, uns geht's ganz gut, alles ist schnieke. So, und jetzt werden wir uns mal... Ne, wir müssen hier irgendwie runter, ne? Oh, was ist das am machen? Wir haben so viele Haken. Wir haben so viele Kletterhaken. Da. Genau, jetzt können wir nämlich hier einfach schön schnell herunter. Untersuchen mal, was das hier ist. Hier hat ein Massaker stattgefunden. All diese Soldaten tragen alazarische Rüstungen. Aua. Warum sind hier alazarische Soldaten? So, wir sollten doch irgendwo in den Norden, sollten ja Schmuggler noch sein, ne? Oh, da ist auch nochmal eine Leiche. Ey, hier hängen ja Leichen über Leichen herum. Was ist denn hier los? Jemand hat diesem Händler die Kehle durchgeschnitten und dann sein Bein verschlungen. Okay, da hatte jemand Hunger gehabt, glaube ich. Warte mal, was ist denn da? Kommen wir da irgendwie hoch? Nee, hier geht's nicht hoch. Wir müssen ein bisschen jetzt rumgucken. Wie wir da hinkommen. Hier muss es einen Weg nach oben. Warte mal. Was ist denn das da? Oberst de Tores Herrenhaus. Was haben wir denn hier? Können wir uns hier vielleicht ein Häusle bauen? Melenz, edoranischer Historiker. Passt auf, wo ihr hintretet. Dieser Ort ist von historischer Bedeutung. Aus dem Krieg zwischen Harak und Edoran ist nicht mehr viel übrig. Das meiste davon wurde zerstört oder von den Sümpfen verschlungen. Es ist nicht unglaublich, dass ein 30-jähriger Konflikt zwischen zwei mächtigen Königreichen nur 50 Jahre später von der Bildfläche und aus unseren Erinnerungen verschwindet? Ja, zeigt uns das nicht, wie unbedeutend wir alle sind? Ja, Geschichte ist immer so eine Sache, ne? Warte mal, da ist was. Wir haben eine Goldschlüssel, wir können ihn absteigen. Sehr schön, gut, dass ich einen Goldschlüssel von... Ich weiß gar nicht, von woher habe ich den gehabt. Ich habe den irgendwann mal gefunden, glaube ich. Und ja, ja, da gehen wir mal hinunter. Hey! Die Eroberung von Harak war ein Kinderspiel. Seine in den Sümpfen versprengten Clans hatten unsere Legion auf dem Schlachtfeld kaum was entgegenzusetzen. Ich schäme mich dafür, fast dafür, zu Gouverneurin von Ulrin ernannt worden zu sein, da wir unseren Sieg nicht durch unsere eigene... aber das ist der Oberst der Tore. Das ist der Oberst. Es ist immer die Frage, ob es der Gouverneur... Unsere eigene Stärke, sondern die Schwäche des Feindes errungen haben. Nichtsdestotrotz verspreche ich, dieses Amt mit Würde auszuüben. Ich möchte diese rückständige Region in die Moderne führen, und zwar durch die Errichtung eines Dorfes, das mit denen der anderen zivilisierten Länder konkurrieren kann. Ich denke, ich werde es Litere nennen. Ja, ich glaube, da hast du nicht viel. Die neuen Rekruten sind gerade aus Arthas eingetroffen. Wenn ich mir ihre Gesichter so ansehe, sind sie von uns nicht gerade beeindruckt. Seit die Pest die Bevölkerung von Litea dezimiert hat, ist die Moral der Truppe stark gesunken. Die Angriffe des Widerstands von Uldren werden heftiger. Kardinalmoskitos machen uns schwer zu schaffen. Und selbst die Krokopokusse werden immer dreist und schnappen nach unseren Soldaten. Ach, ich bin mir nicht mehr so stark. Ich bin nicht mehr so stark wie eins, und ich fürchte, dasselbe geht für General Edor. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir brauchen einen Waffenstillstand. Interessant, interessant. Und was haben wir hier noch? Bitte eine richtig geniale Waffe. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich da drin finde. Ich nicht. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, einmal übersprungen. Nee. Immer noch. Ah. Ja, manchmal ist es wirklich ganz, ganz tricky. So der letzte. Ich habe da kaum was gedrückt.
Ja, sehr schön. der war jetzt lucky. Der war jetzt lucky. Was haben wir denn da drin? Oh, Schatz von Oberste Tore. Karte anzeigen. Es ist an einem See. An einem See. Viele Seen hatten wir jetzt noch nicht gehabt, ne? Hier würde ich mir irgendwo vorstellen. Irgendwo in dem Bereich. Nein, wir haben das schon gelesen. Stopp. Seht euch das alles doch nur an. Schriftrollkarten. Und das hier, das ist nicht eine detaillierte Planbelagerung von Garusa. Oh, und da ist sogar einer von General Edo persönlich und zeitlicher Bericht. Ja. Na dann, bitteschön, gerne schön und weiterhin viel Spaß. Und ja, dann sind wir hier ja auch erstmal wieder. Ich wollte da hinten herumlaufen. Könnt ihr mir vorstellen, dass da hinten irgendwas ist? Nein, ich. Ich will eigentlich hier so nach da ran, so, weißt du? Hier so hin, genau. Da ist nämlich ein schönes Holzstückle. Oh, schon wieder Moskitos. Na, bloß nicht. Jetzt gehen wir mal hier schnell rüber. Was haben wir denn hier noch? Oh, guck mal. Großes Fährtenleserlager. Hallöchen, meine Freunde. Was habt ihr denn hier so Feines für mich? Ihr habt einmal Hanf. Und Holzhacken haben wir da. Wir müssen dann auch gleich wahrscheinlich wieder rasten. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir nicht das unbedingt im offenen Feld machen. Mal gucken, ob die hier auch noch eine schöne Jagd für uns haben. Ob bitte nicht schon wieder irgendeine Geisterjagd. So. 7 Holz. Gut, dann Jäger-Aronas. Ja, die Pferdenleser sind wieder eine große Familie. Egal zu welchem Clan wir gehören. Sobald wir die Phantomhäute jagen, sind wir einander näher als Brüder und Schwestern. Geht es euch mit euren Gefährten nicht genauso? Ja, sehe ich auch so. Ich habe schon wieder 175. Ah, nur 175, das reicht ja gar nicht, wa? Flambiertes. Guck mal, da könnten wir sogar ein bisschen was einsetzen. Spießfall. Ja, guck mal, den können wir kaufen. Und die anderen klaufen wir wieder. Flup, flup. Autsch. Na, einen haben wir, jetzt leider Auchi gemacht. So, flambiert das Krokus. Was bringt denn das hier? Der Trupp nimmt 2 weniger Nahrung zu sich. Ja, sehr gut. So, und hier habe ich noch irgendwas gefunden. Ne? Warte mal, da. Spießpfahl. Spießt eine Leiche auf diesen Pfahl auf, um nach der Rast Einfluss zu erzeugen. Warum sollte ich das machen? Eigentlich nicht meins. Was ist mit der? Seid ihr hier, um zu jagen? Verzeiht, aber wir erhalten von unseren Spielern ständig widersprüchliche Berichte. Ich weiß nicht, was sich da vor sich geht. Aber solange sich die Lage nicht besser einschätzen kann, möchte ich niemanden auf die Geistermeute ansetzen. Beunruhigende Kunde aus Uldren. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Also werden wir hier nochmal herkommen wahrscheinlich. Was habe ich denn hier noch? Schutzhalsband. Die Priester des Allseins Auge haben dieses Halsband nach den Geboten der heiligen Linneid gefertigt, die seit 500 Jahren unverändert geblieben sind. Was macht dieses Band? Wenn diese Einheit eigentlich sterben sollte, überlebt sie, das Halsband wird zerstört. Boah, das ist natürlich auch genial. So, wir haben uns mal wieder natürlich hier ein paar Punkte verdient. Was machen wir danach eigentlich? Unschuldig, ne? Genau, die Verdachtsanzeige, da leert sich um 10% schneller. Das brauchen wir auf jeden Fall danach nochmal. So, wir haben jetzt hier... guck mal, da unten ist was. Problem ist, wir sitzen hier richtig auf dem Präsentierteller. Aber hier könnten wir doch vielleicht mal ein Lager aufschlagen, oder? Ja, hier ist gut. Sehr schön. 45% langsamer bis zur nächsten Rast. Und Tapferkeitspunkte und Bewegung. Ja, komm, hauen wir den einmal rein, dann haben wir das alles fertig. Okay, jetzt merke ich aber so langsam, was ihr meint, wegen, wer jetzt hier in der Gegend, brauche ich auf jeden Fall wesentlich öfters mal was zum Mampfen. Da oben ist was zum Untersuchen. Guck mal, warte mal. Warte mal. Will das nicht passen? Fast. Nee, nicht ganz. Nee, das liegt noch ein bisschen woanders. Es muss in so einem Berg dran sein. Aber dazwischen liegen muss es.
Das Schöne ist, da soll ja auch was sein, was... Oh nein, ich muss an die Moskitos ran, wa? Die werden mich gleich attacken. Da hinten hast du nochmal ein paar... Ach du Heilige, was ist denn hier los? Ach du Heilige, was ist denn das hier? Ullalalalala. Ey, der was ist denn da los? Ey, da kommen ja immer mehr her. Boah, ich will eigentlich in die Richtung. Shit, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, wa? Oder was ist denn das da? Okay, wir müssen uns kurz mal hier hinstellen, dass die uns nicht irgendwie sehen. Habe ich doch gerade irgendwas gesehen? Und bitte lasst uns in Ruhe. Warte mal, wenn ich mich jetzt hier hinter, bin ich doch allein aus dem Blickwinkel von denen, oder? Gut, sehr gut. Ja. Hat man gleich ein Schluck Kaffee. Eigentlich viel zu spät für die Leute. Also um 10:30 Uhr nachts sollte man vielleicht keinen Kaffee trinken. Aber ihr kennt mich, ich kann dem nicht widerstehen. Was haben wir denn? Ach du Heilige, was ist denn hier alles los? Die Welt wird immer interessanter. Was ist das hier? Das ist doch wieder so ein Trainingsgelände der Bruderschaft. Hier ist ein schöner See. Hier müsste es doch so ein bisschen passen, oder? Komm, wir gehen mal hier durch. Ich würde mir gerne hier ein bisschen was erforschen. Und hier hinten war auch irgendwas gewesen. Genau, da hinten war noch was. Hier hinten hatte ich schon was gesehen gehabt. Nämlich eine Truhe oder sowas. Ey, das ist sowas von genial. Die Karte gefällt mir gerade richtig gut. Ne, warte mal, ich habe die da vorne gesehen, ne? Genau. Guck mal, die Wache kämpft gerade gegen die Moskitos. Warte mal. Wo war ich denn gerade gewesen? Ne, ich hatte hier die doch gesehen, oder? Ne, da hatte ich noch nichts gesehen. Da könnte ich was gesehen. Doch, da hinten hatte ich was gesehen. Doch. Das ist, glaube ich, auch was gesehen. Ja, wir gehen mal hier durch die Wälder. Bin ja mal gespannt, was wir hier noch so finden. Oh, jetzt haben wir, ja gut, Wölfe finden wir gleich. Oder die finden uns. Aber es könnte ein bisschen schwieriger werden. Oh, ist das am Machen? Da wir hier gegen die kämpfen, würde ich gerne die auf den Hinterhalt locken. Und Angriff. Hinterhalt, genau. Wir sind Stufe 9. Also es wird jetzt ein Kampf, wo wir wieder mal ein bisschen was zu tun haben werden. Aber, da wir Hinterhalt haben, hoffe ich, dass wir den perfekten Hinterhalt haben, dass wir die erste Runde komplett ziehen können. Nein, natürlich nicht. Ach du Heilige, das könnte ein ganz übler Kampf werden. Also der ist als erstes dran. Wo kommt denn der hin? Der kommt bis da ran. Und dann bist du noch. Und du kommst bis da ran. Du musst gerade gucken. Am sinnvollsten wäre das. Am sinnvollsten wäre, wenn wir unsere Truppen nicht diesmal splitten, sondern zusammenstehen lassen. Wir lassen mal Mr. Bershi und Nice auf jeden Fall mal dastehen. Hacker dahinter, Diego mal dahin. Mädchen, Taurus, Queen, ja. Ihr beide tauscht auch nochmal. So, also du wärst ja als erstes dran. Wenn ich mit Taurus, verdammt, doch mit Taurus hier rein hüpfe, ja. Also ich hüpfe mit Taurus hier rein. Könnte ich die alle so ein bisschen treffen? Nein. Junge. Manchmal da rein. Machen wir jetzt auch mal so. Ich versuche jetzt nämlich gerade mal eine Kleinigkeit zu lösen. So. Ja, die kriegen wir alle mit einmal. Und er ist tot. So, damit haben wir den schon raus. Du... Hä? Ach, Mist. Ah, okay. Der kommt jetzt leider ran. Das habe ich jetzt wieder nicht bedacht. Mist. Hm.
Gut, der kann nichts machen. Der ist gleich tot eigentlich. Und da würde ich auch gerne das Mr. Bershi klären lassen. Du kannst den auf jeden Fall als allererstes gleich mal wegnappen. Genau. Dann haben wir das nämlich auch schon mal geklärt. So, der kann jetzt nicht viel machen. Unterstützt ihn aber. Du bist als nächstes dran, ja? Ja, aber Hildchen, du kannst doch. Ja, Hildchen kann auch. Hildchen, das Wildchen, macht ein Knillchen. Oh. Ja, mein Daus. Machst du den, dann ist er jetzt weg. So. Überlaufen kannst du nicht mehr, ne? Ne, genau. Du könntest noch. Ich würde ein bisschen zur Seite, falls noch einer durchlaufen muss. Du hast jetzt nicht viele Möglichkeiten. Warte mal, Queen oder Senior? Habe ich die Möglichkeit? Ja, genau. Queen Yosinio, kannst du jetzt das hier machen, genau. Plopp. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Gut, hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Kann ich den noch ein Stück darüber stellen? Genau, jetzt kann ich den nochmal so und dann mache ich nochmal das. So, Hilfe. Und jetzt habe ich mit Zorn auch die Möglichkeit, auf den nochmal einzupreschen. Gut. Das Gute ist, dass die natürlich gerade den Weg verstopfen. Das ist für uns ein sehr großer Vorteil. Du bist als nächstes dran. Da würde ich gerne Juli hinsetzen. Juli wird auf jeden Fall... Ich hoffe, du triffst jetzt wieder mit... ja. Wunderbärle. So. Du haust jetzt ja eh nochmal rein und du haust nochmal zurück. Und jetzt machst du, glaube ich, Ablenken oder irgendwie sowas. Jetzt gibst du nochmal Gift. Und wer ist jetzt dran? Der ist jetzt dran. Ah, Mist, der geht auf jeden Fall auf... Am liebsten wäre es, wenn du auf Hilde gehst. Aber ich glaube, du gehst auf Torus. Ja, ja, also klar. Das war so klar. So, jetzt ist halt die Sache. Du kannst auf gar nichts gehen. Wenn ich jetzt Body Hardy, kann ich viel machen zum Bleistift. Na, wenn ich mit Body Hardy irgendwo ransetzen würde. Warte mal, du könntest, glaube ich, noch laufen, ne? Nee, warte mal. Hardy Hardy, wenn du dich hier hinstellst, könntest du den, und wenn du den jetzt auf Zielen machst und dann das da durchziehst. Ah, das reicht nicht. Entweder die oder die. Okay, dann machst du die beiden erstmal. Dann machst du einfach die beiden und nimmst den hier auf jeden Fall noch raus. Das war ein Alpha, ne? Ey, Party Hardy ist schon so ein richtiger Party Hardy. So, gehen wir aber mal lieber wieder zurück. Ich will die nicht so weit offen haben. Der Effekt ist schon genial. Wir halten sie wirklich hier komplett zu. Wodurch wir natürlich nicht viel machen können, die nicht viel machen können. Oh, Neues. Weißt du was? Weißt du, du kannst dich ja auch mal ein bisschen. Machst du den hier? Hat jetzt noch nicht viel gebracht, wa? Mist. Boah, guck mal, die stellen sich aber richtig schön nachher für Torus Horus hin. Ja, komm. Stell dich hier noch dazu. Und machst den zu Ende. So. Jetzt, glaube ich, kann aber einer wieder nach vorne. Nee, doch nicht. So, machen wir den. Jetzt bin ich gespannt, was du noch machst. Stellen sich da hinten sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich mit Torus nicht den First Hit auf die mache. Komme ich mit dem Shoot irgendwie noch hin? Nee, ne? Ich könnte den aber doch, weißt du, was ich machen werde? Ich werde den mal ein bisschen so machen. Und werde den mal schon mal so ein bisschen... Ja, die Punkte haben wir ja. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Und auch sonst ist das alles gerade nichts wirklich Besonderes. So, du kannst nochmal hier hinhüpfen. So, neue Runde, neues Glück. Und ich würde mal sagen, das ist so ein schönes Ding für... Wo steht doof da? Machen wir das so. Den haust du jetzt auch gleich noch weg. Genau, dann hast Tatoros nämlich wieder ein bisschen Platz. Und du könntest aber noch ein bisschen... Warte mal. So, du gehst noch mal so hin. Dann kannst du denen auf jeden Fall beides noch einmal mitgeben.
Und stell dich mal ein bisschen beiseite. So. Ich könnte von hinten rangehen. Genau. Oder mache ich das hier? So. Den kriege ich so. Okay, das ist der Infight. Kannst du den machen? Oder machst du den? Komm, das müsste aber wohl reichen. Ja, sehr gut. Gut, jetzt ist klar, was passieren wird. Der wird jetzt ranrutschen. Oh, der geht auf Quenio. Du nicht erwartet. Warte mal, Bart? Bart kommt jetzt leider nicht so richtig dahin, ne? Warum komme ich denn eigentlich hier nicht durch? Doch, kommt man doch. Kommt man doch. Ich überlege gerade. Oh ja, doch. Warte mal, machen wir mal anders. Erstmal so. Weil, den mache ich weg. Dann gehen wir ruhig ran. Wenn was übrig bleibt, können wir hier nämlich noch schön Zorn wirken und dann ist das ganze Ding auch weg. Das ist schon mal interessant. Ist aber Gelb ist jetzt nicht unbedingt wirklich eine Herausforderung. Ich habe mir dann doch ein bisschen was mehr vorgestellt. Muss ich jetzt schon wieder ein bisschen eher sagen. So. Oh, guck mal. Wenn ich jetzt... Mist, ich komme nicht ran. Mal gucken, ob ich ihn durch... Adlerauge. Ist ja cool. Mr. Berschi oder Piev könnte. Ja, auch Piev macht das noch. Piev könnte eh noch mal ein paar IP brauchen. Warte mal, was ist ein Adlerauge? Präzision erhöht um 10%? Ist ja genial. Badi Hadi, der Adlerauge. So, fertig. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Dafür, dass die eigentlich gelb waren. Hat es gerade da auch gesehen? Ja, ja. Die greift mich doch 100% an, wenn ich da reinlaufe, oder? 100% greift die mich an, wenn ich da reinlaufe. Wollte eigentlich gucken, hatte ich hier nicht irgendwas entdeckt? Nee, ne, das war hier doch nicht. Ich dachte, ich habe hier so ein Lager entdeckt gehabt. Doch, da hinten. Da ist was zum Untersuchen. Komme ich irgendwie an die vorbei, ohne dass die mich triggert, ohne dass ich sie trigger? Sie mich triggert? Ohne dass ich sie trigger? Das wäre halt schon toll. Veteran-Rotella. Stufe 8. Okay, ne, ist jetzt nichts Besonderes. So, und tschüss. Ich lasse dich mal allein. Zumindest weiß ich, wo ich hin muss. Was das wir machen könnten? Ja. Ihr habt recht. Das hätte ich gleich machen können. Lauf mal bitte. Könntest du mir den da hinlegen? Genau, ja. Sehr schön. Weil dann kommen wir von hier nämlich zum Fährtenlager und dann haben wir den Weg schon zu ihr. Fertig. Sind noch irgendwas Interessantes? Ne, sieht jetzt alles nach nichts aus. Oh, warte mal, da kommt gerade wieder der Nebel. So, ja, ich bin immer noch auf der Suche nach allem und jedem und finde immer noch gar nichts. So, hier können wir mal wieder zahlen. Wir wollen auf jeden Fall mal wieder nächste Rastern haben. Dann machen wir ein bisschen Geschicklichkeit, machen wir die Tapferkeitspunkte und geben mal den da rein, und dann habe ich noch 4 Points. 1, 2, 3, 4. Rasten. Wird ziemlich hastig. Sehr schön. Warum produziere ich eigentlich immer 2 Holz? Irgendeiner produziert immer 2 Holz, wa? Ach, keine Ahnung. Irgendwoher wird es das wieder sein. Ich habe noch leider nicht... Hier ist ein See. Aber ich sehe irgendwie nicht. Da ist ein See, aber ich sehe irgendwie nicht. Genau, ja. Hier ist aber auch nochmal ein See. Da hätten wir auch nochmal eine Möglichkeit. Müssen wir mal auf die Karte gucken, genauer.
da ist ein Fragezeichen. Dahinter muss ein Turm sein. Das kann aber nicht der Turm sein. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich so ein bisschen im Gefühl. Das ist der, glaube ich, nicht. Was haben wir denn hier noch? Abgeschiedene Hütte, aber wirklich alles ist abgegrenzt so ein bisschen, wa? Untersuchen. Lazarisches Pulver, lazarisches Pulver. Okay. Muss trotzdem immer noch mal nachgucken, ob da noch irgendwas in der Richtung ist. Also, hatten wir aber nicht bei dem Holzding noch irgendwas gehabt, dass wir da mehr herauskriegen beim Hacken? Mir war so eigentlich. Mist, der ging daneben. Hast du voll gehört? Plonk. Pilze haben wir rausbekommen. Sehr schön. Ich dachte, okay, hier ist eine Hütte, aber hier ist nichts. Und da ist der Banditen. Ach komm, die machen wir jetzt auch gleich weg. Hallo, die Waldfee. 3, 6, 10, 11, 12. Was habe ich gesagt? Ich brauche keine Leute mehr? Ich glaube, langsam sollte ich mir doch mal ein bisschen Gedanken machen darüber. Über diese Äußerung. Der Dos. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt mal gucken, wie sind die aufgestellt? Wilderer, Marodeur, Ganova. Okay, da ist eine recht starke. Hier hast du auch. Aber hier hast du zum Beispiel die Wilderer, können wir ganz schnell ausschalten. Ganova kriege ich auch ganz schnell weg. Wie sieht denn die Bewegung von hier hinten aus? Okay, die ist schon nicht schlecht. Okay, pass mal auf. Als erstes ist der Übeltäter dran. Okay, der Übeltäter kann bis dahin laufen. Also wenn ich den dann wegnehme, ist er ein Pöppes. Der läuft erstmal ins Leere. Ganova. Ganova, wenn ich den mit Torus ein bisschen bearbeite, ja, also sprich, ich nehme ja mal Torus hier rüber. Wenn ich Torus jetzt hier hinstelle, hole ich die beiden Übeltäter auf jeden Fall gut ins Gesicht. Der hier ist, der Übeltäter ist mistig. Der ist richtig mistig, da werde ich viel zu kämpfen haben. Aber weißt du was, da habe ich eine ganz interessante Idee. Den Übeltäter mache ich mit, da mache ich eine Doppelkombo rein. Und zwar, pass mal auf, den Übeltäter werden wir zuerst mit Juli machen. Und Hackard wird sich mit um den dann kümmern. Hackard mit Bomben und Gift und alles und dann zack von hinten, pff, weg damit. So, euch beide könnte ich, glaube ich, mit Quenior dann machen. Warte mal. Ich kümmere mich gerade darum, dass wir eine Front nämlich gleich wegarbeiten. Genau, die macht dann Quenior. Bam, 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 weg. Nice, kommt mal schon mal hier mit rüber. Dann könnte man nämlich Mr. Bär hier hinpacken. Badi Hardy hier hinpacken. Weil somit haben wir jetzt zumindest das wirklich nur... Genau. Hier fängt Mr. Bär hier ab, hier fängt Nice ab. Der Wilderer interessiert uns erstmal nicht. Hier einmal zur Not nochmal einen hingeschickt. Der Übeltäter, das machen wir mit Juli. Der Ganova ist dann dran, der Übeltäter ist dran. Da der Übeltäter uns nicht interessiert, würde ich auch sagen, wir fangen mit Torus an, da wir zur Not hier noch agieren könnten. Hulla, die Waldfee. So, dann kannst du hier ihm mal noch kurz ins Gesicht erhöhen. Und dann möchte ich noch eine Zöhnle. Aber ich glaube, es reicht ja nicht mehr, um den noch zu dem anderen zu schicken. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Dann können wir ihn nämlich hier noch zumindest noch mal schön in den Kampf reinholen. Wunderbärle. So, jetzt kann der ja da laufen, soll er mal machen. Bringt ihm nur nicht viel. So, warte mal, jetzt ist ja der Übeltäter hier dran, ne? Genau. Und der Übeltäter, der wird von der Seite von Juli aus attackt. Hat Gift drauf, passt perfekt. So, dann machen wir nämlich das. Und jetzt, aber ich sag was, mir fehlt der Dolch. Kann ich die vielleicht auch so machen, dass ich nach da laufe?
Und dann mache ich das so zumindest. Kriegen die beiden nochmal Gift drauf. Das hat der nämlich 5er Gift drauf. So, jetzt gehen wir nämlich von hinten dran. Und dann machen wir das hier. Der Dolch ist so Wahnsinn. Das hat gut gesessen. So. Jetzt haut er natürlich drauf. Juli haut zurück. Und er hat sich schon recht wenig Lebenspunkte noch. Also jetzt hat er nur noch 17. Sie 48. Passt. So, jetzt ist Wilderer. Und dann ist der Übeltäter. Der geht auf den Bärschi. Da kann ich machen, was ich will. Aber was er nämlich auch macht, ist, dass Quinio Senior jetzt hier ein bisschen Späßle hat. So, mein Quinio, dann hauen wir ein bisschen durch. Dann schicken wir ihn nach Hause. So, jetzt ist die Frage. Nee, ich muss. Oh, ich komme keinen Schritt näher, wa? Ach, Mist. Hat nicht gereicht. Na gut, dann hau ich dir noch eine rein. Hat nicht ganz gereicht, wie ich es mir gehofft habe. Verdammt. Jetzt schießt er natürlich. Auf wen gehst denn du jetzt? Auf Bart. What the hell hat der da durchgeballert? So, Wilderer, der ist am Zug. Ja, der Wilderer ist am Zug. Jut, 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 jut. Was könnte man denn machen? Könnte ich mit ihr bis dahin latschen? Nee, könnte ich nicht. Aber ich könnte mit Diego den Weg gehen. Ja, ich weiß, warum, wieso, weshalb. Aber der macht einfach mal in dem Gelände. Und jetzt gehen wir nämlich das nächste Ding. Wir hauen da drauf. Mit dem Ding haut sie nochmal rein. Jetzt hat er noch 12er. Hackeln macht nicht weit genug Schaden. Egal. Aber wenn man leider mal noch Schaden zugefügt. Der dürfte jetzt aber noch niemanden wirklich treffen. Der ist noch null und nichtig uninteressant. Der Ganove, der geht auch nur maximal auf den Bärschi drauf. Inolt, dich würde ich sagen, du stellst dich mal dahin und ballerst den hoffentlich komplett weg. Sehr gut. Jetzt kannst du noch ein Stück nach da laufen und dann machst du den hier auf jeden Fall weg. Weil, lohnt sich. Ist weg und dann passt das so. Der Marodeur muss dann noch laufen. Jetzt haben wir aber noch einen dran. Ich würde die noch nicht latschen lassen. Aber wenn ich jetzt da rangehe, ist es auch doof. Wen habe ich denn noch nicht? Nice. Nice, du kannst jetzt schon mal dich da ranstellen. Genau, hau einfach mal schon mal drauf, dann denken wir den schon mal an. Ja, ist klar, die laufen jetzt dahin. Ich muss die aber an einen Punkt jetzt mal alle ein bisschen hinpacken. Sehr gut. Ja, nice, kriegt das schon hier. Nice, wuppt das. Leute, wird das doch mal den da in Ruhe lassen? So, Marodeur. Pief könnte man noch machen. Pief könnte bis hierhin zumindest gehen und könnte sich den schon mal nehmen. Naja, gut, ist auch der Ganove, der am meisten was abkann, sozusagen. Fluppig, puppig. Moment, von da kann der nämlich schön durchziehen jetzt eigentlich. Der würde jetzt auch noch daran latschen. Den habe ich noch hier so. Jetzt müssen wir kurz gucken. Habe ich jetzt noch einen, den ich hier noch nicht eingesetzt habe? Der schon, der war schon, der war schon. Ich habe jetzt nur noch drei, die fehlen. Und dann ist es auf jeden Fall Bart, Hilde. Ja, warte mal. Drei, die fehlen. Mr. Bärschi. Da. Passt. Ich will nämlich jetzt gerade. Mist. Läuft ja der erstmal. Ach Mann. Das ist genau das, was ich nämlich nicht wollte. Okay, pass mal auf. Und stell dich mal hier hin. Dann mach mal ziehen und dann kannst du den nämlich bis da hinten durchballern. So. Dann kannst du den hier noch machen. Und dann verziehst du dich nochmal. Problem ist natürlich, dass ich mit ihr jetzt nicht viel machen kann, außer dass ich sie mal dahin stelle. Dahin stelle und dann beende ich den Zug mal und guck mal, was der jetzt macht. Na, der haut jetzt. Oh, niemand. Sehr schön. So, als erstes wäre dann der dran. Könnte ich mit Bart? Mit Bart dahin gehen.
Ja, pass mal auf, wir machen das jetzt mal Wamp. Ich kriege es noch nicht ganz so geregelt, wie ich es gerne hätte. Doch, so wie ich es hätte. Gut, dann kannst du mal erstmal wieder, soweit es geht, nach da gehen. Der haut jetzt auf ihn leider ein, aber wir haben ihn jetzt erstmal schon los. So, was ich jetzt natürlich das Problem habe, ist... Achso, der Übeltäter ist ja auch noch dran, aber... Okay, den machen wir jetzt mal weg. So. Was? Mehr muss man nicht wissen. So, warte mal, jetzt ist der Wilderer dran. Der wird auf irgendeinen von uns dann natürlich ballern. Und ich glaube, aber Quinio kriege ich nicht... Also sie kriege ich dahin. Torus kriege ich nicht bis dahin. Quinio kriege ich auch nicht dahin. Aber wenn ich sie bis da wenigstens schon mal hinkriege, dann kann ich ein bisschen was abnehmen. So. Baller ich den mal da noch voll eine rein. Dann ist die Rüstung nämlich runter. Wenn die Rüstung weg ist, ist es schon mal ein ganz schöner Vorteil. So. Wer ist noch dran? Der Wilderer, ne? Mr. Bershi könnte aber mit geborener Sprinter. Kannst du knicken, dass du mir irgendwas machst? Da. Platsch. Damit nehme ich mir nämlich den Wilderer schon mal raus. So, und dann sind wir nämlich alle mittlerweile dran. Ne? Das passt, passt, passt. Hildchen, weißt du was? Komm, Hildchen, machen wir mal Rodeurski weg. Brauchen wir nicht. Wird entsorgt. So. Jetzt kämpft sie, dafür geben wir schwächender Schlag. Nach schwächender Schlag gibt es dann noch den Zorn. Und dann ist der Gegner komplett auch gleich geplätscht. Ach, schön. Ja gut, ist okay von dem Schwierigkeitsumfang her, aber ich hätte dafür wahrscheinlich irgendwie mehr erwartet. Aber naja, sollen wir auch zufrieden sein, dass es nicht ganz so heftig ist. Problem ist, die kriege ich jetzt nicht alle mit. Das Einzige, was man machen könnte, wäre... Ja, komm, mach einfach das. Ups. Jetzt habe ich wieder den Falschen erwischt. Oh Mann. Die ganze Zeit den Falschen erwischt. Ja, nice. Dann darfst du da nochmal ran, dann machst du den wenigstens weg. So. Aber jetzt kann der Marodeur ja kommen, aber dann ist Nicer nämlich gleich schon wieder an den dran. So. Ja, ich komme mit euch leider nicht da ran, wo ich ran möchte. Ja, ich weiß, wenn jetzt Rennen noch wäre. War es eine Bärenfalle? Ja, okay, mit dir brauche ich ja gar nichts versuchen mehr. Das ist schon... Nee, nee. Da jetzt macht der halt, er schlägt einmal auf sie nochmal ein. Na gut, sie hat schon gut Schaden jetzt abbekommen, aber bekommt Unterstützung. Da können wir mal zufrieden sein. Wenden wir mal den Zug. Was ich gerne machen wollen würde, ist, wenn wir, unsere Hilde schon haben, kann sie von hinten mal draufballern. Nein, und weißt du, was wir jetzt machen? Weil Nice hat es jetzt auch natürlich verdient, dass sie auch mal ein Häppchen abkriegt. Nein. Also ganz ehrlich, wer uns angreift, ja, wer uns auflevelt, der muss mit den Konsequenzen rechnen. 23. Ach, nochmal. Sehr schön. Doppelter Hit. Da mache ich gerne mit. So, was haben wir denn hier? Ah, ein bisschen was davon. Ein bisschen was davon. Ein bisschen Money machen wir jetzt hier gerade auch mal wieder. Gefällt mir. Haben wir auch nur ein Dreier im Rohmaterialien. Also uns geht es wirklich jetzt nicht schlecht, muss man sagen. Aber hier würde es nicht passen, ne? Ist ein See, am See muss was zum Looten sein. Im See muss was zum Looten sein. Neptunmine. Ihr müsst jetzt aber nicht gerade hier hinten lang latschen, oder? Verdammt. Müsst ihr. Tschüss. Was machen die da mit Absicht hier schon wieder? So war das Bergwerk. Muss ich hier extra drumherum, weil ich mich nicht geschlagen geben möchte. Was ist denn das da? Lichtung der Thules.
Hallöchen. Hier ist nur die Druidin Finlessa. Ah, Verelius ist auch noch da. Okay, na quatsch mal mit dir. Was führt euch hierher? Dies ist ein heiliger Ort. Oh, ihr interessiert euch für unsere Kriegsbemalung? Ihr seid anders als die meisten anderen Fremden. Normalerweise empfinden Fremde aus anderen Königreichen unsere Bräuche als barbarisch. Ich könnte euch zeigen, wie wir die Pigmente mischen, wenn ihr versprecht, nichts anzufassen. Ja, na klar. Nun gut, dann lasst uns beginnen. Das einzige Problem ist, dass mir die Materialien ausgegangen sind. Für die gängigen Farben muss ich Knochenkohle herstellen. Und dazu benötige ich, ihr habt es gewiss schon erraten, Knochen. Bringt mir einfach ein paar Tierkadaver. Der Sumpf und der Wald sind Jagdreviere. Da findet ihr Beute im Überfluss. Ich habe 20 Kadaver? Oh, ich habe 21 Kadaver. Wir haben mal jetzt ein bisschen Glück, dass wir vorhin die... Ja, guck mal hier. Ich habe 20 Kadaver da. Oh, diese Kadaver sind ausgezeichnet. Wir werden sie jetzt erstmal vergraben und sie dann ein paar Stunden lang brennen lassen, abgeschirmt von Wind und Sonne. Die dabei entstehende Knochenkohle ist von reinstem Schwarz. Wir haben diese Farbe den treffenden Namen Knochenschwarz verliehen. Wir verwenden Knochenkohle als Farbpigment und manche Clans stellen daraus auch tätowiert hinterher. Also gut. Es wird Zeit, die Früchte eurer Arbeit zu ernten. Die Kohle ist perfekt. Seid ihr bereit für eure Verwandlung? Ja, doch klar. Und zwar, wisst ihr was? Da gibt's für mich nur einen Lieutenant Taurus. Mal kurz gucken. Oh, das finde ich cool. Das finde ich ganz cool. Ja, Lieutenant Taurus kriegt das. Wie gefällt euch das? Hättet ihr gerne eine weitere Verzierung? Wie viele Zähne haben wir denn? Oh, haben wir sogar. Ja, na klar, machen wir. Dann natürlich unsere Zerstörerin, die wilde Hilde. Oh, ein bisschen, können wir nicht näher? Mann, ich bin blind. Ich sehe ja kaum noch was. Oh, das sieht irgendwie cool aus. Also du, ey, da gibt es eine ganze Menge. Der Handabdruck ist ein bisschen komisch. Was mir auch noch gefallen hat, war so eine, genau. Musterfarbe. Oh ja, so ein schönes Blau. Ja. Oh, noch eine. Na klar, wir nehmen noch. Wir können noch zwei machen. Zwei dürfen noch. Wir haben jetzt die beiden auf jeden Fall. Quenia braucht auf jeden Fall eins. Also ohne, wenn Quenia nichts hat, dann weiß ich auch nicht. Ein Totenschädel. Aber der finde ich irgendwie nicht so cool gemacht. Das hat der Taurus. Oh, das sieht auch cool aus. Aber das hat er jetzt, genau, das hat jetzt Hildchen. Das hat zum Beispiel spielt cool mit dem Bart. Das Auge, nein. Oh, nee, der Pfeil, den mache ich. Ich weiß, wenn ich den Pfeil hebe. Genau, dann kriegst du das. Und dann kriegst du den, genau. Und noch einen. Und zwar, wir können nur noch einen. Und das ist für Buddy Hardy, unseren Hauptmann. Und da habe ich ja schon gesehen, was ich nehme. Und zwar, da will ich den hier haben, der Pfeil. Der kriegt weiß, genau. Sehr schön. Nee, mehr habe ich leider nicht. Aber danke, jetzt haben wir ein paar Kriegsbemalungen drauf. Finde ich cool. Ein paar bemalte Gesichter. Verelius. Ich lerne noch. Daher ist es mir nicht erlaubt, mit Pigmenten zu arbeiten. Ja, meine Aufgabe beschränkt sich auf das Putzen des Kohleofens und das welche waschen. Aber ich bin kein gewöhnlicher Lacker. Eines Tages werde ich ein Druide sein und dann werden sich selbst die Fährtenleser vor mir verneigen. Das finde ich schön. Aber jetzt haben wir auch mal gleich hier noch was Schönes gemacht. Ist da hinten noch irgendwie weit? Guck mal, da oben ist ja auch noch was. Verfluchtes Dorf von Zierse. Was ist denn das verfluchte Dorf von Zierse? Jetzt gehe ich da hin und da darf ich wahrscheinlich nicht mal noch nicht hingehen oder sowas. Hallo, ich wollte die Pilze haben. Kannst du die jetzt mal nehmen? Danke. Verfluchtes Dorf von Zierse. Warte mal, da rennt irgendwas herum. Berskis in Gelb.
Ja, eigentlich wäre es gut, wenn wir heute das hier nochmal besuchen gehen. Warte mal, wo sind wir denn jetzt gerade? Hier ist ja der Bossfeind. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Ich wollte eigentlich... Ach, na egal. Egal. Ich würde sagen, wir machen die Berskis weg. Die Berskis machen wir weg. Nein. Ich wollte euch überraschen. Nein, wie kannst du denn mich immer noch sehen? So, die sind ja irgendwie noch da hinten. Aber ist was. Einfach rein da. Lass mich in Ruhe. Bär Stufe 9. 4 Stück. Stufe 9. Das wird wieder ein bisschen schwieriger werden. Und wir haben leider keinen Vorteil gerade. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir die jetzt hinkriegen. Na toll. Ich sehe, glaube ich, den Bären gerade nicht, der anfängt. Na klar, Hackert geht in die Richtung. Ist klar. Pass mal auf, wir haben 3 Züge. Mr. Bär geht hier mit her auf jeden Fall. Dann würde ich gerne Quenior haben. Du gehst dahin. Irgendwo fehlt mir noch einer. Ach, da bist du. Nice geht dahin. Torus geht hier hin. So, okay. Also den sehe ich ja gerade nicht. Also können wir ja mal so machen. Ja. 1000! Okay, den haben wir zumindest schon mal fest. Bedrohliches Knurren solltest du auf jeden Fall machen. So. Okay. Jetzt sollte ich mit... Ah, sehr gut. So, dann machen wir nämlich gleich das hier. Sollten wir auch gleich reinhauen, damit wir den so viel wie möglich abziehen, bevor der dann dran ist. So, dann machen wir das hier noch. Ne, können wir den noch ein Stück hier reinsetzen? Puh, okay. Dann würde ich dich erstmal noch mal kurz wegziehen. Sobald der ist der Nächste, da wird dann Bärschi drauf. Okay. Jetzt muss ich nämlich Mr. Torus hinschicken. Ich habe nämlich schon ein bisschen Pläne, mache ich gerade. So, guck mal, jetzt haben wir die nämlich schon ein bisschen dezimiert. Dann machen wir das. Und dann machen wir das. So. Dann schicke ich Torus nach dort. Ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich irgendwie es schaffe. So, der greift ja jetzt an. Da habe ich jetzt gerade gar keine andere Wahl. Ach du Heilige, 103 haut der rein. So, den kann ich ja mir binden mit Mr. Bärsch. Jetzt ist halt die Frage, wo habe ich denn Juli Reis? Komme ich mit Juli Reis? Schittikowski, ich komme leider nicht an die hier so schnell ran. Ich muss den dann so schnell wie möglich als Nächstes ausschalten. Erstmal Hackert. Verdammt, nein, ich habe Hackert nicht richtig gesetzt. Ich warte mal, aber was wir machen könnten. Ich setze den mal daran. Und dann mache ich einfach weil ich es kann, den hier. Ich kann den erstmal ein bisschen rausziehen aus dem Kampf. Ist zwar jetzt nicht ganz das, was eigentlich erreicht werden sollte. Oh, shit. So. Mist, jetzt sehe ich den aber da nicht mehr. Egal. So, wir machen jetzt Mr. Bärschi. Du kommst mal hier so ein bisschen ran, damit ich den nämlich wieder ins Target bekomme. Und machst das erstmal. Ich muss gucken, dass wir den auf jeden Fall im Kampf behalten. So, beenden wir den Zug. Jetzt muss ich... Kann ich mit Bardi Hardy bis da hoch? Nein, komme ich natürlich nicht. Aber was ich machen könnte, wäre die beiden zumindest. So. Und dann mache ich den hier noch. Und dann gehe ich ein Stück zurück. So. Die habe ich jetzt ein bisschen schon gelohnt.
Naja, es ist nicht ganz das, was es sein sollte, aber wenn der, glaube ich, zuhaut, es könnte übel werden. Problem ist, es kommt keiner an den hier ran. Ich habe das Gefühl, der geht auf einen von denen da. Okay, pass auf, dann machen wir es jetzt anders. Andere Wahl habe ich gerade nicht. Wir werden uns jetzt zumindest um den Bären hier schon mal kümmern. Und ich würde das gerne mit dem Tanky machen. So, dann kommst du daran. Du ballerst den da rein. Oh, der hat jetzt aber wirklich keine, weil ich nicht mehr Stärke als das Ziel habe. Das ist übel. So, beenden. Okay. Dann beenden wir mal die Runde und dann bist du noch dran. Jetzt habe ich nämlich Angst. Warte mal. Können wir das... Nee, ich kann nur so. Na egal. Machen wir zumindest so, kriegen beide Blutungen. Und dann können wir den hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen hinein destabilisieren. So. Vor dem habe ich jetzt Angst. Ich bitte, bitte, geh nicht auf. Oh, gut. Das ist okay. So, 328 Blutungsschaden bekommen. Ich kann mit Hackert leider nichts weitermachen, als den mal dahin schicken. Und dann kann der zumindest schon mal das machen. Ich bereite die mir vor, ne? Weil Hackert kann einen von denen ganz schnell dann nämlich herausnehmen. Ich könnte eigentlich auch noch mal einen Sprint machen, ne? Dann könnte ich den... Ja doch, machen wir mal. Ach, weißt du was? Steig mal da drauf. Ich weiß, wir sind jetzt mitten im Kampf. War jetzt nicht so super gewählt, aber das ist okay, weil ich kann jetzt nämlich das machen. Bin jetzt eigentlich nah genug dran. Dann mache ich das. 38. Und mit dem töten wir den. Nein, machen wir nicht, weil er ja natürlich den Berserker hat. So, erstmal unsere Tierchens geheilt. So, der greift jetzt Juli wieder an. Und Juli haut natürlich zurück. Und ich werde mir gleich eine ganze Menge Punkte besorgen. Ich werde mir jetzt gleich eine ganze Menge Punkte besorgen, meine Freunde. Ja, das mache ich jetzt. Gleich mache ich das. Ganz, ganz gleich mache ich das. Erstmal stelle ich mir den Kameraden. Was ist jetzt da los? Gerade wieder alles eingebrochen. Ja, komm, den kannst du ja mal weghauen. Den kannst du mal noch draufhauen. Dann machst du mal die Runde beenden. So, und jetzt würde ich sagen, ganz kurz, geht Mr. Badi Hardy kurz mal hier hin. Weil jetzt macht er mal das hier. So. Und jetzt haben wir mal ganz viele Punkte gemacht. Und jetzt könnten wir Badi Hardy kurz in die Richtung schicken. So müsste es klappen. Ohne. Sehr schön. So. Das ist mies. Oh, ist trotzdem tot. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass der trotzdem tot ist. Okay, du bist jetzt dran. Jetzt muss ich kurz überlegen. Kann ich dich damit das so machen? Ne, warte mal. Du kannst ja in die Richtung gehen, ne? Du fügst auf... Naja. Bart haben im Mund gekriegt. Nicht lecker. Yeah. Nicht lecker. So. Dann machst du da natürlich wieder Schaden drauf. Gehst dann erstmal hier kurz zurück. Ja, jetzt ist der Bärchen halt dran, ne? Aber die kämpfen so gegen solche Bären. Das ist schon krass. Wir könnten uns auch einen fangen, glaube ich. Nee, ich habe keine Seile dabei. Wir könnten einen davon auch noch holen. Mr. Bärchen. Jetzt müssen wir uns sehr stark auf den konzentrieren. Aber jetzt sind wir auch erstmal dran, ne? Kann Quenio dazwischen gehen? Wenn er aber Quenio das macht, dann trifft er alle, ne? Ich will jetzt gerade mal was gucken. Wenn der trifft ja auch alle. Ich glaube, es gibt auch keine Möglichkeit, das anders dann fallen zu lassen. Es sei denn.
Doch. Eine gibt es noch. Denn wir haben noch unseren lieben, freundlichen und immer hilfsbereiten. Wie viel kann ich noch laufen? Wie viele Meter habe ich jetzt noch? 4 Meter noch. Also ich kann 2 Meter hin und 2 Meter zurück. Also ich kann den hier machen. Dann mache ich den hier. Jetzt kriegen sie nämlich nochmal schön Damage drauf. Plapp. Der kriegt nochmal dann. Plapp. Diego macht den Verdünnisirus. Mr. Bärsche ziehe ich jetzt auch mal zurück, weil der hat schon gut was abbekommen. Wenn ich jetzt Torus irgendwo drauf schicke. Nee, das ist nicht so. Warte mal, Juli ziehen wir auch mal jetzt zurück. So, der hier ist nämlich danach dran. Aber da kann ich dann auch Hildchen noch draufsetzen. Dann würde ich erstmal sagen, machen wir aber Quenior Senior. Quenior Senior, du kannst erstmal das machen. Und dann kannst du den hier setzen noch. So, und mit dem hauen wir eigentlich schon mal Silvers rein. Okay, nur gerade mal 90. Ah, da hat er nochmal schön gekrittet. Hallo. So, dann gehst du erstmal wieder retour. Ja, ich weiß, ich könnte nochmal zornen, aber ich wollte die jetzt nicht in den Kampf führen. So, hier haben wir jetzt noch die da. Immer noch 197. Immer noch 197, das ist krank. Pass mal auf, ich stelle dich mal dahin. Dann kriegst du den hier. 2, 3. Das ist ja jedenfalls. Kriegt nochmal Punkte. Hey, das ist ein Kampf, sage ich euch. Das Ding hier wirklich umzusetzen. Och, du Heilige. Ach, du Heiliger. Pief hat schon, ne? Der hat schon. Nice, hätte noch. Rückert hat schon, Diego hat schon, du hast schon. Okay, warte mal. Dann machen wir erstmal hier Hildchen drauf. Infall. Zorn. Denn der Schlag. So, Hildchen beendet. So, wir machen das da. Berserker hat funktioniert bei ihm. Dann werden wir mal den hier machen. So. Inold und Horus hat sich verbessert. Das freut mich. Dann stelle ich dich nochmal hier hin. Ja, ich könnte mit ihr jetzt noch bis dahin sprinten, glaube ich. Alles jetzt egal. Das ist das letzte. Ja, nice. Beenden wir den Zug. Den Bärschke hier unten. Das kann noch Hildchen machen. Ah, das geht eigentlich. Haut drauf. Hat nochmal ganz kurz überlebt und müsste jetzt aber am Gift sterben. 164, Alter, da hatten wir eine Menge drauf. Oh, der Kampf war heavy. Hat uns sogar... Oh, guck mal, Mr. Bärschi hat sogar ein bisschen Verletzungen davon genommen. Das ist schon krass. So, hier reparieren wir auch alle. Das geht eigentlich. Hier haben wir nochmal ein bisschen was zum Schnabulinsken. Und wir sind hier durch. Ja, ich wollte sie auch eigentlich überraschen. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Und dann können wir uns das nächste Runde das verfluchte Dorf von Zirsa anschauen. Das auf jeden Fall. Da bin ich ja mal jetzt gespannt drauf. Da ich nicht weiß, was uns da erwartet, würde ich gerne Geschick auf jeden Fall erhöhen. Stärke erhöhen. Und die maximale Tapferkeitspunkte. Dann kriegst du nochmal ein Bärski-Fleisch. Ich nicht weiß, ob wir die irgendwann mal verbraten. Wobei, Bärski-Fleisch kannst du noch behalten. Dann nehme ich noch hier so ein schönes Brötle. Und dann kannst du nochmal... Ach ja, Weinbrand geben und hier kannst du nochmal ein Brötle geben, ne? Sehr schön. Ne, warte mal, Brötle gibt ja 4. So. Wunderbar. War interessant nochmal zum Abschluss her. Ein sehr, sehr schwieriger Kampf, muss ich sagen. War sehr interessant. Wir haben nur 7 von 14 Tapferkeitspunkte. Das wird auch nochmal gleich eine sehr interessante Kiste dann werden. Ich packe ich schon mal da rein. Du kannst es weiterhin benutzen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall mit euch auf die nächste Folge, weil wir dann nämlich dieses verfluchte Dorf hier angehen. Ich bin gespannt, was das heißt, ob wir da irgendwie was verändern können, was irgendwie befreien können. Von was es verflucht ist, bin ich auch noch gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal was Feines und ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann, wie gesagt, ist das verfluchte Dorf dran. Und wir schauen, was da noch kommt. Wir sind noch weiterhin auf Schatzsuche und wir wollten ja eigentlich irgendwie mal in diese Richtung hier gehen.
Und die Banditen da auch nochmal suchen. Da hinten ist auch noch irgendwas Interessantes. Müssen wir auch nochmal schauen. Also wir sind ja noch ein bisschen am Erkunden. Ich freue mich auf jeden Fall hier, dass wir ein bisschen in Uldren unterwegs sind. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich sehe doch, da ist da auch nochmal was. Na egal. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Ab und morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.